Ich denke, das Geheimnis eines guten Wissenschaftslab-Videos ist einfach, viele Informationen auf kurze Zeit zu pressen, aber da immer oder dabei niemals den Faktor Unterhaltung zu vergessen. Webvideos schaffen es einfach auf eine kompakte Art und Weise, vorgekautes Wissen quasi den Leuten bequem zu vermitteln. Also man kann das halt ganz bequem im Sessel gucken, ohne dass man selber jetzt sich damit auseinandersetzen muss oder selber Texte lesen muss. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es ein einfaches Medium ist, um Wissen zum Beispiel zu verbreiten. Ich hatte schon viel mit denen vorher im Chat aber leider nur zu tun, quasi übers Internet. Habe hier wirklich mal die Chance gehabt, diese tollen Leute auch mal persönlich kennenzulernen. Hat mich sehr gefreut, die auch mal mit denen auch mal ein persönliches Wort zu schnacken, was man sonst immer halt nur übers Internet gemacht hat. Und ja, dann einfach tolle Leute, finde ich gut. Fast Forward Science ist für mich eine Riesenchance, mich mit Wissenschaftsinhalten auseinanderzusetzen. Eine Riesenanerkennung für mich, auch eine realistische Chance für jeden da draußen, der Bock auf dieses Thema hat, einen Preis zu bekommen, weil das halt, wie gesagt, eine Jury entscheidet und nicht irgendwelche Klicks und Abos. Und ja, ist ein tolles Event und eigentlich mein Highlight, was YouTube-Wissenschaften angeht.